Hallo meine Lieben, ich grüße euch alle im Namen unseres Retters und Herrn Jesus Christus. Ich hoffe, euch geht's gut und dass ihr dieses wunderbare Ereignis erwartet, welches die Menschen nicht annehmen und mit ihrem Verstand verstehen können, weil ihr Verstand verfinstert ist, weil ihre Seelen infiziert sind und weil ihre Leiber nicht mehr reagieren, so wie sie es sollten. Vielleicht gibt uns Gott eine Chance und bewahrt also dieses Internet, damit wir auch weiterhin, solange wir hier sind, solange die Zeit der Entrückung noch nicht kommt und dass die Menschen so die Chance haben, bis zum letzten Tages zu hören. Aber ich fürchte, dass das nicht so sein wird. Denn das Ereignis, welches bevorsteht, ist die Auferstehung. Die Auferstehung der Toten, die bis zu diesem Tag gestorben sind in Christus. Alle, die gestorben sind in Christus, die werden auferstehen im Fleisch, nach dem Bild von Jesus, der im Fleisch auferstanden ist. Und dann, meine Lieben, stehen uns noch ein paar Tage bevor. Also meiner Meinung nach 40 Tage, weil das einen prophetischen Sinn hat. Aber auch wenn nicht, auf jeden Fall müssen sie zuerst auferstehen, damit wir zusammen mit ihnen, wenn die Zeit der Entrückung kommt, entrückt werden in den Himmel. Wir werden heute etwas darüber erwähnen. Der Apostel Paulus sagt im 2. Korintherbrief, im 12. Kapitel, dass er einen Menschen kennt, der entrückt worden ist. Bis in den dritten Himmel. Und dann sagt er, ich weiß nicht, ob das im Geist war oder im Fleisch, aber danach sehen wir, dass er über sich selbst spricht. Denn er sagt, dass er gehört hat. Und er hörte dort Worte oben. Er war entrückt ins Paradies. Also dort, wo es das Böse nicht gibt. Und diese Worte sind ihm nicht erlaubt zu sprechen. Davor aber im 11. Kapitel beschreibt Paulus, dass er sich selbst gerühmt hat auf eine Art, ja. Denn er sagt, er hört, dass sich in Korinth einige Menschen rühmen, dass sie irgendwie besondere Gläubige wären. Ich weiß nicht, was sie alles getan haben. Der Apostel Paulus sagt, hier bin ich. Wenn ihr wollt, dass wir uns rühmen, ich kann mich auch rühmen. Wer waren diese, die sich gerühmt haben, dem Fleisch nach? Es waren Hebräer. Es heißt, wenn Sie sich rühmen wollen nach dem Fleisch und nach Werken, hier, ich bin auch ein Jude, ich bin auch aus dem Stamm Benjamin und so weiter. Davor aber im 11. Kapitel sagt Paulus, wie sie freudig diejenigen aufnehmen, die sich aufdrängen. Diejenigen, die es lieben, sie ins Gesicht zu schlagen. Die aus ihnen Diener machen wollen, Diener, damit ihnen gedient wird. Also wollen sie aus euch machen, dass ihr Diener seid. Also sie sagen euch, dass ihr Gott dient, aber in Wirklichkeit haben sie euch ihre Lehre weitergegeben und ihr werdet zuerst ihnen dienen. Ihr werdet zuerst ihre Diener. Denn ihr habt auf ihre Lehre gehört und dann sagen sie, dass ihr auf diese Weise dann auch Gott dient. Aber im Galaterbrief offenbart der Apostel Paulus diese Lehre und sagt, sie wollen sich mit eurem Fleisch rühmen und dass wir uns von solchen in Acht nehmen sollen. Das ist also im 2. Korinther 11, 20. Er spricht darüber, dass diese Menschen aus ihnen Diener machen wollen und dass die Korinther lieber solche aufnehmen als ihn, der sie geboren hat, sagt er, durch das Evangelium Christi. Ihr könnt viele Lehrer haben, sagt er, und auch wenn ihr sie habt, sagt er. Interessante Sache, in dieser Zeit, ja, damals, sagte das. Der Apostel Paulus hatte Konkurrenz. Viele sind gekommen, um Lehrer zu sein. Und dann sehen wir, wer diese Lehrer waren. Das waren nämlich Juden. Und er sagt, aber ich habe euch geboren durch das Evangelium Christi oder durchs Evangelium in Christus. Und dann gehen wir weiter im Rückwärtsgang, weiter oben. Vom 13. bis zum 15. Vers. Der Apostel Paulus sagt da, dass sich der Teufel in ein Engel des Lichts verwandelt und dass es nicht verwunderlich ist, wenn sich seine Diener, ja, in Diener der Gerechtigkeit verwandeln. Wieder haben wir das Wort Diener. Aber ihr Ende, wisst ihr, wie das Ende ist? Ihr Ende wird nach ihren Werken sein. Sehr interessante Sache. Dann sagt er da im 13. bis 15. Vers, dass falsche Apostel sind. Sie nennen sich selbst Apostel Christi.
Meine Lieben, heute gibt es eine große Bewegung, die sich selbst so nennen, dass sie Apostel Jesu Christi sind. Oder sie rühmen sich damit. Und wenn ihr diesen Apostel auch nur erwähnt, ja, wollen sie euch auffressen, versteht ihr? Ihr habt ihnen nicht Christus angegriffen, sondern ihren Apostel. Und dieser Apostel ist nichts anderes als ein selbsternannter Apostel Christi. Und der Apostel Paulus sagt, dass diese Gläubigen sich in Acht nehmen sollen aus Korinth. Dass das Menschen sind, die auf wen hören? Auf denjenigen, der sich in einen Engel des Lichts verwandelt. Denn der Teufel selbst verwandelt sich in einen Engel des Lichts. Und dann sagt er, seine Diener verwandeln sich in Diener der Gerechtigkeit und sind falsche Apostel und das sogar selbsternannte. Meine Lieben, woher kam diese Idee des falschen Aposteltums? Von der Idee in diesem gleichen Kapitel, im 11. Kapitel, von dieser Idee. Der Apostel Paulus sagt, ich fürchte, dass ihr verführt seid, so wie Eva verführt wurde von der Schlange. Ich fürchte, dass ihr eine Lehre erhalten habt und dass ihr gläubig wurdet an einen anderen Jesus. Dass ihr einen anderen Jesus angenommen habt, den ich euch nicht verkündigt habe. Oder wir. Der Apostel Paulus und seine Mitarbeiter, die vom Heiligen Geist in einen speziellen Dienst gesandt worden sind, damit sie dieses Evangelium bringen. Errettung nur aus Glauben an Jesus. Denn Jesus bedeutet Retter. Dass sie einen anderen Geist empfangen haben, der nicht der Heilige Geist ist. Also sie haben den Heiligen Geist empfangen, aber ich befürchte, sagt er, dass ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt. Und dass sie ein anderes Evangelium angenommen haben, welches ihnen der Apostel Paulus genau so nicht verkündigt hat. Meine Lieben, da liegt der Haken. Und dann seht ihr, was der Anfang von allem ist. Wenn ihr seht, dass Menschen sich heute so nennen und dass sie diese Dinge reden und dass sie auf diese Dinge potenzieren, auf die Korinthergemeinde potenziert, die der Apostel Paulus ermahnte und sagte, dass das, was sie machen und so sehr haben sie herumgepocht, also auf Wunder und Zeichen, dass er am Ende sagte, dass Menschen, die unter ihnen kommen, sagen würden, dass sie nicht normal sind, dass sie von Sinnen sind. Meine Lieben, sehr gefährliche Sache. Mystik, Wunder oder Zeichen, all das, meine Lieben, zeigt, dass in der heutigen Zeit der Gnade, wenn Gott nur den Glauben anrechnet, also nur euren Glauben anrechnet, in eure Gerechtigkeit, so wie bei Abraham. Und mehr als das. Denn wenn du an den Herrn Jesus Christus glaubst und er ist gerecht, er ist das Fleisch geworden, er ist die fleischgewordene Gerechtigkeit. Und wenn du ihn glaubst, dann ist deine Gerechtigkeit höher als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, welche es lieben, die Menschen zu ermahnen, wenn sie nicht richtig leben. Mit Ermahnungen erreichen wir gar nichts. Mit der Verkündigung des Evangeliums erreicht man sehr viel. Aber nicht wir, sondern das Evangelium, welches verkündigt wird. Also, meine Lieben, gebt Acht auf solche Menschen und auf solche falschen Gesandten, denn heute gibt es sehr viele davon. Und der Herr Jesus Christus warnte im Matthäus-Evangelium, dass genau solche Menschen vor ihn kommen werden und solche Menschen werden zu ihm sagen: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen so und so, ja? Seid achtsam. Sie sagen nicht Herr Jesus, passt auf, ja? Sondern Herr, Herr. Also kommen Sie jetzt auf einmal mit einer anderen List. Sie haben gesehen, dass Sie was verbockt haben. Und es scheint jetzt so, als wollten Sie sich ein wenig einschleimen. Also auf eine Art und Weise, wie soll ich sagen, einschleimen, mehr oder weniger. Herr, Herr, haben wir denn nicht in deinen Namen was getan? Verkündigt. Haben wir denn nicht in deinen Namen Dämonen ausgetrieben? Und haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Und der Herr sagt, ich werde ihnen sagen, hinweg von mir, ihr die Gesetzlosigkeit tut. Ich habe euch niemals gekannt. Welche Gesetzlosigkeit? Hier, wir haben es gehört, was Gesetzlosigkeit ist. Und was ist das Gesetz Christi? Dass wir einander die Lasten tragen.
Nicht nur, dass wir dem Menschen eine Waschmaschine kaufen oder Sportschuhe oder weiß ich nicht was, sondern dass wir gesagt haben, das, was wir vorher gesagt haben, dass wenn der Mensch in einem geistigen Problem ist, wenn er nicht weiß, wo links und rechts ist, wenn er nicht weiß, ob Jesus Gott ist oder nicht, das ist ein Problem. Die Menschen müssen zum Grundstein kommen, bis zum Grund, welches das Bild des Felsens ist. Der Felsen, Matthäus 7, wird fortgesetzt nach dem. Und der Herr sagt, derjenige, der diese meine Worte hört, meine Worte, sagt der Herr, und nicht versteht, dass diese meine Worte über mich sprechen und dass ich der Fels bin, auf dem ihr euer Leben bauen sollt, dann habt ihr versagt. Meine Lieben, so viel von mir. Ich grüße euch alle. Bis zum nächsten Mal.